Eines der aktuell größten Probleme des Internets und seiner scheinbar endlosen Personalisierbarkeit ist verzerrte Wahrnehmung. Je nachdem, was wir konsumieren, verändert sich unsere Rezeption der Wirklichkeit und ihrer Tatsachen. YouTube ist dabei keine Ausnahme. Im Gegenteil, das kleine YouTube-Terrarium ist beispielhaft für ein System voller Potenzial für verzerrte Wahrnehmung. Ursache dafür sind nicht zuletzt auch Kritiker. YouTuber, die meist negativ konnotiert über das Verhalten oder die Vorgehensweisen anderer reden. Wir selbst sind dabei keine Ausnahme. Es gibt eine große Anzahl Kanäle, die sich auf das Kritisieren anderer spezialisiert haben, die über besonders brisante und meist haarsträubende Themen reden und die Botschaft einer negativen Entwicklung meist schnellstmöglich unter die Leute bringen wollen. Dass es einen nicht zu vernachlässigenden Markt für diese Art von Inhalten gibt, hat das letzte Jahr beispiellos bewiesen. Aber auch hier keimt wieder großes Potenzial für verzerrte Wahrnehmung, denn ein Unterhaltungsprogramm, das sich auf negative Sachverhalte stützt, lässt diejenigen außer Acht, die sich gebessert haben. Die Kritikerszene auf YouTube hat mittlerweile eine sehr große Verantwortung für die öffentliche Meinung gegenüber diversen anderen YouTubern. Wird ein YouTuber von mehreren Seiten kritisiert, besteht eine hohe Chance, dass seine öffentliche Akzeptanz stark sinkt. Soweit, so normal. Findet bei diesem YouTuber nun aber eine Veränderung ins Positive statt, interessiert es wiederum keinen dieser Meinungsführer. Und da liegt das Problem. Die öffentliche Meinung zu diversen YouTubern, die im Vorfeld von Kritikern maßgeblich beeinflusst wurde, passt sich der aktuellen Situation nicht an, egal wie viele Besserungsversuche der YouTuber unternimmt, weil seine Verbesserung nicht kommuniziert wird. Der Zuschauer, der sich über YouTuber ausschließlich durch Kritiker informiert, wird also unter Umständen mit einer veralteten Information zurückgelassen. Bietet der kritisierte YouTuber in Zukunft keinen weiteren Stoff für Kritik, wird er einfach nicht mehr erwähnt. So verbleibt der YouTuber in der Wahrnehmung des Zuschauers als asozial, hinterlistig oder einfach unehrlich, obwohl dieser über die letzten Monate deutliche Verbesserungen unternahm. Dieses Problem ist groß und vor allem ungerecht gegenüber den YouTubern, die im Zuge des letzten Jahres wirklich versucht haben, sich zu verbessern. Daher an dieser Stelle mal längst überfälliges Lob an diejenigen, die wir in der Vergangenheit kritisiert haben, mittlerweile aber deutlich ehrlicher geworden sind. Allen voran muss man die Lochis erwähnen. Durch ihre Thumbnails und ihren Clickbait haben sie einst die Entstehung dieses Kanals maßgeblich verursacht. Mittlerweile sind die beiden jedoch deutlich zurückgefahren. Man merkt ihnen an, dass sie nicht nur älter, sondern auch reifer geworden sind, endlich ernst genommen und für ihre Musik und ihre Videos respektiert werden wollen. Die Thumbnails sind sehr viel neutraler und viele der Videos selbst für Außenstehende locker konsumierbar. Es ist auffällig, dass sie mehr und mehr als wirkliche Künstler und nicht mehr als austauschbare Bravo-Cover-Story wahrgenommen werden wollen. Dass ihnen diese Entwicklung merkbar weniger Aufrufe liefert, zeigt, dass ihnen der Wandel wichtiger ist als die nackten Zahlen. Das bedeutet natürlich nicht, dass keine Grundlage für Kritik mehr vorhanden ist, aber im Vergleich zu den Inhalten des letzten Jahres ist diese sehr, sehr deutlich geschrumpft. Dadurch, dass die Lochis im gesamten letzten Jahr kaum Gegenstand irgendeiner Diskussion waren, haben sich Außenstehende einfach nicht mehr für ihren Kanal interessiert. Sie haben sich verbessert, ohne dass es jemand bemerkt oder wertgeschätzt hat. Daher an dieser Stelle, die Lochis sind auf einem guten Weg. Clickbait wie Heiko mit Drogen erwischt oder wer hat den längeren scheinen glücklicherweise der Vergangenheit anzugehören. Auch bei Dagi B kann man Verbesserungen erkennen. Trotz der hin und wieder deutlichen Ausschlachtung der eigenen Beziehung ist der Großteil ihrer aktuellen Inhalte weniger fragwürdig, sondern hauptsächlich normale, nicht weiter anspruchsvolle Unterhaltung. Das ist im Vergleich zu Videos wie Ich war schwanger mit 15 oder dem berühmten Wir werden Eltern Video ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Auch positiv zu erwähnen ist Herat, der zwar immer noch Inhalte produziert, die weder Message noch Mehrwert haben, aber durch seine sympathische Bodenständigkeit und Bereitwilligkeit, sich selbst bei jeder Gelegenheit zu parodieren, einfach nicht mehr mit Egomanen wie KS-Freak oder Miguel Pablo zu vergleichen ist. Vielleicht ist es auch irgendwann mal so weit, dass ApoRed seine Verbesserung konsequent umsetzt, sich von seinem schlechten Einfluss Leon Mascher trennt und seine eigentlich ziemlich sympathische und ruhige Natur nutzt, um sich von seinem Image zu lösen. Schließlich ist er trotz längerer Pausen und längst nicht mehr so fragwürdigen Inhalten wie einst immer noch das Synonym für kriminelle und asoziale YouTuber. Es kann also sehr schnell zum Problem werden, wenn man als Meinungsführer und ehemaliger Kritiker Verbesserung anderer nicht kommuniziert und stattdessen den Kanal fortan ignoriert. Wenn ein einst kritisierter Kanal in der Wahrnehmung zahlreicher YouTube-Nutzer negativ zurückbleibt, obwohl dieser große Schritte in die richtige Richtung genommen hat, wäre das furchtbar schade.